Hallo und schön, dass du da bist. Ich bin's, Nell. Wie du vielleicht weißt, versuche ich nach und nach meine Luxus-Kosmetikartikel mit Naturkosmetikprodukten zu ersetzen, wenn sie gleich gut sind, so mehr oder minder oder vielleicht sogar besser, wer weiß. Und damit meine ich die Performance und natürlich die Inhaltsstoffe. Heute vergleiche ich meine absoluten Allerlieblings-Lippenstifte aus dem Hause Hermes mit dem Lippenstift aus dem Hause Elia und Annemarie Berlind. Ich vergleiche jetzt auch Naturkosmetik und Clean Beauty, obwohl ich die Grenze sehr gefährlich finde, weil die Inhaltsstoffe sowohl hier auch da nicht ganz so perfekt sind. Ich wollte auch irgendwann mal ein Video nur über Inhaltsstoffe machen, also zumindest über die, die ich am wenigsten haben möchte. Und dazu gehören Silikone, Mikroplastik und Parabene. Natürlich gibt es noch weitere haarsträubende Inhaltsstoffe, gerade viele Farbstoffe. Aber wie gesagt, im ersten Schritt versuche ich, die Menge der Stoffe, die mir nicht gefällt oder mir und der Umwelt nicht so gut tut, erstmal zu reduzieren. Und deswegen, wir machen das langsam. Ich möchte kein Fanatiker sein, sondern jemand, der mit einem guten Gefühl da einsteigt und versucht, was besser zu machen. Mit kleinen Schritten zum großen Ziel. Und ich muss dir ehrlich sagen, seitdem ich das angefangen habe, merke ich innen drin sein angenehmes Gefühl. Wer weiß, wo das hinführt. Ich hoffe zu was Gutem. Also wenn ich mit der Verpackung jetzt anfange beim Vergleich, muss ich sagen, objektiv sehen sie alle ganz okay aus. Wenn ich aber hingucke, habe ich sofort Lust, Hermes anzufassen und zu benutzen. Das fühlt sich irgendwie stabiler an, hochwertiger, hat einen Magnetverschluss. Die anderen haben das nicht, sind aus so eisenartigen bemalten Material. Sehen gut aus. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, die sind hässlich. Überhaupt nicht. Aber im Vergleich zu der Luxusmarke Hermes muss ich sagen, ich will Hermes. Also nur vom Angucken her. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht. Das ist ja von ganz vielen Faktoren abhängig. Aber im Grunde geht es ja hauptsächlich auch um den Inhalt und die Performance des Produkts, also des Lippenstifts. Ich vergleiche im ersten Schritt korallfarbene, also pfirsichfarbene Lippenstifte miteinander von Annemarie Berlind versus Hermes. Bei Annemarie Berlind ist es die Farbe Peach, bei Hermes ist es die Farbe Beige Cadillac. Und jetzt nun zur Hermes. Die Farbe ist einfach wundervoll, zumindest in meiner Welt und Einstellung. Es ist ein peachiges, koralle, beige, warm. Die Textur ist sehr cremig, fein, mit hoher Deckkraft und hoher Pigmentierung. Und der Auftrag, das ist einfach ein gleichmäßiges Dahingleiten, lässt sich super leicht auftragen, hat sehr angenehmes Tragegefühl. Ich merke überhaupt nicht, dass ich einen Lippenstift habe. Wie lange hält er? Also wenn ich nichts esse und trinke, 6 Stunden plus. Wenn ich ihn auftrage, ist es ein Pflaumen-Heuduft, ganz dezent, der ganz schnell verschwindet. Bei Annemarie Berlind, die Farbe Peach ist eindeutig ein kräftiges Peach, fast schon orange-korallig, sehr kräftig, sehr warm, sehr prominent. Die Pigmentierung ist hoch. Es ist auch ein cremiger Texturlippenstift, der auch fein ist, aber eher glossig. Der Auftrag gelingt einfach, aber er kriegt schon ein bisschen über den Lippenrand hinaus, aber nicht in die Lippenfältchen. Die Tragedauer so bei 2 Stunden plus. Der Duft ist, erinnert mich an so alte Wachslippenstifte mit leicht floralen Duft, der aber auch schnell verschwindet. Aber nicht so schnell wie der von Hermes. Insgesamt gefallen mir die Inhaltsstoffe bei Annemarie Berlind auf jeden Fall deutlich mehr. Die Haltbarkeit, der Auftrag, wie sich der Lippenstift trägt, die Cremigkeit und die Pigmentierung finde ich bei Hermes eindeutig besser. Jetzt siehst du den Lippenstift von Annemarie Berlind. Deswegen mit ein bisschen Eigenarbeit. Wenn ich Concealer und oder Foundation auf die Lippen auftrage und einen Lippenkonturstift um die Lippen drumherum, habe ich eine Performance von Annemarie Berlind wie von Hermes. Lohnt sich das? Jetzt habe ich beide Lippenstifte halb-halb aufgetragen. Kannst du erkennen, welcher wo ist? Ich habe jetzt keine Foundation, keinen Concealer auf den Lippen. Beide Lippenstifte sind pur ohne Lippenkonturstift. In der ersten Stunde merke ich keinen Unterschied. Du? Auf der einen Seite ist Berlind, auf der anderen Seite Hermes. Ich habe dir das jetzt noch schriftlich hinterlegt. Nach der ersten Stunde beginnt der von Berlind ein bisschen über den Lippenrand hinaus zu kriechen und verblasst ein bisschen von der Farbe. Wenn ich Foundation oder Concealer auf die Lippen auftrage und dann erst den Lippenstift und natürlich den Lippenkonturstift, verhindere ich das. Das ist etwas kompliziert. Der Preis ist vielleicht auch ausschlaggebend. Hermes kostet 73 Euro für 3,5 Gramm, die Nachfüllung 43 Euro, während Annemarie Berlind für 4,2 Gramm um die 20 Euro nimmt. Ich persönlich mag Make-up, das man nachfüllen kann. Dieser Nachhaltigkeitsaspekt gefällt mir total gut. Wenn wir jetzt aber Kosten und Tragezeit berechnen, Hermes 6 Stunden, Berlind 2 Stunden, ist der Preis von Berlind gar nicht mehr so viel günstiger. Die Inhaltsstoffe sind aber für mich meiner Meinung nach bei Berlind besser. Trotzdem werde ich diesen Lippenstift nicht nachkaufen, weil er einfach nicht rankommt an Hermes. Ich suche weiter in der Naturkosmetik oder in der Clean Beauty Branche, aber weil die so schlecht zertifiziert ist, versuche ich die Inhaltsstoffe so zu filtern,
kann, dass ich weiß, okay, damit bin ich einverstanden. Ich wäre so dafür, dass die Zertifizierung endlich besser ist und nicht jeder sagen kann Clean Beauty, weil manchmal ist es wirklich Drecks Beauty, aber es ist ein anderes Video. Okay, wenn dir die Verpackung nicht gefällt, so wie mir, ich bin ein Verpackungsopfer, zeige ich dir hier noch einmal, wie man das macht. Wichtig ist, wenn du den Lippenstift aus der alten Hülle entfernst, die du benutzen willst, diese gründlich reinigen, gründlich trocknen, desinfizieren, dass wirklich keine Bakterien in dem neuen Lippenstift, den du transferierst, drin wachsen können. Das wäre schade. Ich persönlich mag die Hülle von Hermes, deswegen habe ich den Lippenstift von Berlin da reingetan und werde ihn aufbrauchen, aber wie gesagt, nachkaufen werde ich ihn nicht, weil er hat hier und da ein paar Häkchen einfach nicht bekommen, die ich persönlich brauche. Ich will ein einfaches, gutes Make-up, das ein bisschen länger hält. Von Berlin ist auf meinen Lippen, ich habe reife, trockene Haut, die empfindlich ist, irgendwann mal nach 2 Stunden kein Lippenstift mehr, sondern so Restpigmentierung, die über den Lippenrand hinausreicht. Aber jetzt vergleiche ich einen neuen, Ilia versus Hermes. Auf der einen Lippenseite unten und oben habe ich von Ilia Wild Rose aufgetragen, auf der anderen Seite von Hermes 48 Rose Boisée. Was gefällt dir besser? Welche Seite? Hm? Ich bin ja ganz ehrlich, mir gefällt die Seite von Hermes eindeutig besser und jetzt zeige ich dir, welche ist. Ich bin gespannt, für welche Seite du dich diesmal entschieden hast. Wäre toll, wenn du das vielleicht unten aufschreibst. Also ich habe keinen Konturstift, keine Untergrundlage, was auch immer benutzt, pure Lippenstifte. Also nur vom Aussehen her zu bewerten. Aber der Duft ist für mich auch wichtig. Bei Hermes, wie gesagt, so ein bisschen Heu, trockene Pflaume verschwindet ganz schnell. Ilia verschwindet auch ganz schnell, erinnert mich aber an Holzwachs. Die Tragedauer bei Ilia 4 bis 5 Stunden, Hermes über 6 Stunden. Preis bei Hermes 3,5 Gramm 73 Euro bzw. die Nachfüllung 43 Euro. Bei Ilia 4 Gramm 30 Euro. Es gibt immer Gutscheincodes, Rabattaktionen, also man kann da immer noch bei beiden sparen. Tragegefühl bei Hermes spüre ich gar nichts. Bei Ilia habe ich ein bisschen, aber wirklich nur einen dezenten Hauch von einem Lippenstiftsgefühl und das Gefühl, dass der Duft etwas länger anhält. Und natürlich finde ich schade, dass man Ilia nicht nachfüllen kann, aber das ist meine Meinung. Auftrag ist bei beiden super easy, die gleiten einfach über die Lippen und hinterlassen eine schöne Schicht. Diese ist gleichmäßig, sammelt sich nicht in den Lippenfältchen, kriegt nicht über die Lippe hinaus. Beide sind pflegend, die Textur ist cremig, fein, obwohl sie matt sind, sind sie sehr angenehm. Beide sind reife Rosentöne, Ilia ist ein bisschen wärmer, Ziegelstein, holziger und Hermes ist ein bisschen pinker und kühler. Ilia ist nur eine Clean Beauty Firma, aber die Inhaltsstoffe sind für mich okay, deswegen kann ich mir vorstellen, den Lippenstift nachzukaufen. Ich bin damit sehr zufrieden. Hermes wird leider nicht mehr nachgekauft. Weil mir die Verpackung von Hermes aber besser gefällt, werde ich diese dann umfüllen. Ich habe gemerkt, dass die Ilia Lippenstifte ein bisschen fester sitzen, deswegen habe ich, bevor ich ganz vorsichtig den Lippenstift aus der Hülle entfernt habe, den erstmal so für eine Stunde in den Kühlschrank reingetan. Dann ist es einfacher, den rauszuziehen, ohne dass er kaputt geht. Und genau, den Rand mache ich sauber und ordentlich. Manchmal benutze ich noch ein bisschen Öl, um die Oberfläche gleitend zu machen. Das würde ich aber nicht empfehlen, weil es kann die Konsistenz und die Haltbarkeit des Lippenstifts verändern. Das ist jetzt meine Macke, weil ich weiß, ich werde sie bald aufbrauchen, weil ich habe jetzt nur noch 4 Lippenstifte oder 3. Oh. Und damit bin ich total zufrieden. Ich kann sie auch untereinander mixen. Und wenn die kurz vor dem Ende sind, werde ich sehr, sehr gerne noch von Kier Weiss einprobieren. Jack's Beauty Line von Jane's Road. Das ist die neue Kosmetikfirma von Bobbi Brown, aber mit besseren Inhaltsstoffen. Es gibt so viele gute. Vielleicht kennst du noch ein paar, die ich nicht genannt habe, die ich irgendwann mal testen sollte, wenn diese fast aufgebraucht sind. Ich möchte kein Make-up-Hoarder sein und viel Geld für etwas ausgeben, das ich dann fast vollständig unverbraucht wieder wegwerfe. Also ich möchte nicht nur auf die Inhaltsstoffe achten, sondern auf eine kleinere Kosmetikmenge. Und das ist gar nicht so einfach, weil das Angebot ist so groß. Und deswegen wäre es toll, wenn wir uns gegenseitig helfen und Tipps geben könnten. Nun danke ich dir für deinen Besuch und deine Zeit und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis bald!